Stop working hard. Hard work is not rewarded. Hard work is only punished. When you are working hard, your boss punishes you by giving you more work. Ja, auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich das BMW-Projekt nicht weiterführen werde an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein und verabschieden uns von unserem geliebten Freund. Ist jetzt wahrscheinlich zu dunkel, oder? Nee, eben warst du zu hell. Ah, perfekt. Ja, wir hatten schöne Zeiten. Wir hatten hauptsächlich schlechte Zeiten tatsächlich mit der Karre. Aber was soll ich euch sagen? Ne? Ich sehe es absolut nicht, dass ich jetzt diesen Motor da nochmal rausreißen werde und jetzt nochmal alles auseinanderbauen werde. Das wäre ja komplett bescheuert, wenn ich dasselbe nochmal machen würde. Deshalb, ja, trotzdem viel Spaß mit dem Video, würde ich sagen. Wann kommt der Verwerter? Bock auf einen Dreier? Na klar, wo gibt's einen? Zerstört den Motorblock und widerruflich. Alles klar, komplette Zerstörung und los. Was? Raus, afuera. Ich wohne hier. So, das Ganze war natürlich nur ein Spaß. Der Motor hängt jetzt hier bereit an seinem Galgen. Das hier ist ein sogenanntes Druckverlust-Testgerät. Ich habe versucht, das Ganze selbst zu bauen und habe es dann ordentlich ins Gesicht bekommen, den Schlauch, der abgeflogen ist. Deshalb hier nochmal mit dem halbprofessionellen AliExpress-Werkzeug. Ne? Das wird auf jeden Fall hier in das Gewinde von der Zündkerze reingeschraubt. Okay, unser Motorenexperte möchte jetzt drehen, während wir den Druck drauf geben. Ja. Ja. Also die sind dicht. Ja, okay. Ich habe Angst, dass wieder was explodiert. Also der Öldeckel so. Ja, ja. Das kann echt passieren, dass echt? Hier der Ölpeitsch da rausfliegt. Ja. Also hier ist gar kein Druck. Unten in der Ölwanne. Hier. Nee. Das Wasser. Also wenn die Kopfdichtung durch ist, würde da was rauskommen. Ja, hör mal. Das hört sich an wie ein Lagerfeuer. Also das linke Einlassventil ist auf jeden Fall richtig undicht. Okay, es ist jetzt ohnehin schon alles stark verraucht, aber wir haben jetzt gerade einfach nur diesen Adapter rausgedreht, ins Zündkerzenloch Rauch reingetan, wieder zugedreht und jetzt drehen wir den Druck auf und gucken, was rauskommt. Also der ganze Motor, 360 Grad, Druckverlust. Let him cook. Let him cook. Ja gut, aber das wird ja nicht die Ursache dafür sein, dass der komplette Zylinder voller Öl ist. Immer ein gutes Zeichen, wenn der Rauch nirgendwo rauskommt, dann hast du auch kein Leck. Ja gut, ich habe kein Luft-Wasser-Leck, aber ein Öl-Leck habe ich trotzdem. Besorgniserregend, dass die unterschiedliches Drehmoment haben, die kompletten Kopfschrauben, obwohl wir sie alle mit 120 Newtonmeter angezogen haben. Also so wie bei Bingo? Also die einen hier hinten kannst du einfach so ohne Gegenwehr rausdrehen und die vorne gar nicht. Der Teil komplett fest, der hintere Teil konntest du so. Das ist echt komisch. Der haben sie hundertprozentig korrekt eingebaut. Ja. So, also entweder hat sich dieses ganze System übertrieben einfach nochmal gesetzt. Oder aber wir haben hier ein richtig fettes Problem mit dem Zylinderkopf. Weil diese Seite, das war übertrieben einfach zu lösen. Kaum Gegenwehr, ihr seht es auch, das Ding ist nicht mal verrutscht. Wenn ihr die Teile anzieht und auch bei meinem Subaru war es immer der Fall, dass jemand den Motor festhalten musste, weil da wirklich, wirklich Kraft ist auf den Dingern. Auf dieser Seite null Kraft, hier war es ein bisschen schwerer auf dieser Seite, aber trotzdem ein bisschen weniger Kraft nötig, als ich jetzt erwartet hätte. Als wir den Kopf zusammengebaut haben, beziehungsweise den Block, wir haben die Gewinde nachgeschnitten mit dem Gewindebohrer und dann haben wir trocken die AAP-Stehbolzen da reingesetzt, ne? So wie man es machen soll, damit sie sich halt unten nicht lösen, sondern wenn sie sich drehen, oben drehen, da wo die Schraube drin steht. So, jetzt habe ich die ja gelöst. Und das ist der Stehbolzen, warte, wir brauchen. Okay. Guck mal. Der ist fest. Dem geht's gut. Der nicht.
Die sind lose. Entweder Gewinde kaputt. Wir haben sie nachgeschnitten, alle. Ich habe sie von Hand nachgeschnitten. Beim Anziehen, zu viel Stress im Gewinde im Block. Oder gelöst, aber warum? Ja. Muss man die vielleicht doch einkleben? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, wir haben die Anleitung befolgt, die dabei war. Jay von Real Street hat es auch immer so gemacht. Ey, Jay, schreib mal bitte in die Kommentare, wie du deine AAP-Stehbolzen reinmachst. Der verfolgt deine Videos, glaube ich, ja. Ja, aus Los Angeles. Es geht immer mehr schief hier beim Ausbau, es wird immer mehr klar und wir haben nicht mal das Problem gefunden. Wir haben vielleicht das Problem für die ölige Kopfdichtung gefunden, ja. Das ist echt spannend, ist so ein Krimi wieder, ne? So, würde mich echt mal interessieren, wer solche Videos guckt, so Jay von Real Street Performance. Guckt ihr sowas? Also ich glaube am ehesten bei Phil's Content. Wir können ihn jetzt nur auf die Ventile legen, weil die Nockenwellen schon draußen sind. Sonst macht das bitte nicht. Oh, die sind auch ölig. Hm. Und wie viele Kopfdichtungen fährst du so? Oh, ja. Dicht waren die auf jeden Fall nicht. Mittlerer Teil, dass da das Öl steht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so gehört. Ich würde jetzt mal sagen, nein, eine Kopfdichtung sollte bitte dicht sein. Ich vermute ja, dass sich das extrem gesetzt hat, der ganze Scheiß. Und dass es deshalb dazu gekommen ist, dass die Stehbolzen nicht mehr das nötige Drehmoment auf die Kopfdichtung gegeben haben. Mhm. Und dann sieht es so aus. Ja, das glaube ich. Und dann sieht es auch so aus. Ja. Öl, Öl, Wasser, Wasser. Auf dem Endoskop sah es so aus, als wäre nur der Zylinder problematisch. Aber man sieht so einen Ölfilm. Ja, das ist safe ein allgemeines Problem von allen. Ich finde auch, dass sie ganz schön am Wackeln sind. Gut, wir holen jetzt mal den sechsten raus und gucken, ob wir sehen, wo das Öl herkommt. Also hier ist die erste Lagerschale, die untere. Da war ja am Anfang so eine silberne Schicht, sage ich mal, drauf. Die ist da noch vorhanden und die obere Lagerschale, die eher beansprucht wird, da verschwindet die so langsam. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr findet, wie die Lagerschalen aussehen. Es sieht eigentlich alles noch so aus, wie ich es zusammengebaut habe. Und da ist jetzt auch nichts gravierend da, außer halt, dass die ganzen Zylinder halt ölig sind. Hallo. Oh. Und das war alles. Okay. Spannende Musik ab. Er fokussiert nur Alkos Uhr. Na, guck mal. Warte, ich leuchte, ich leuchte, ich leuchte. Aha, ganz klar falscher Kolbenring. Den hat's nee, zerstört. Der hat sich übereinander gelegt. Ja. Das sollte nicht passieren. Warte, was hat sich... Diese Nase hier. Bitte ist Chat. Ach so. Ja. Das ist die dickste Fühlerleere, die du hast, ja, oder was? Das ist 0,95. Also fast ein Zentimeter. Fast ein Millimeter. Ja, das ist heftig. Also hier geht 0,25 rein. Das sind die Kolben von dem alten Motor. Hier können wir jetzt mal vergleichen. Ja. Der hat gar kein Spiel. Also klar, wenn er so draußen ist, kann man ihn verbiegen. Aber wenn er so in der Nut ist, kriegt man nichts rein. Krass. Also, Zusammenfassung dieses Videos, ihr habt die falschen Kolbenringe verbaut. Okay, ich glaube, das Rätselraten hat ein Ende. Wir haben damals dieses Kolbenringsatz-Kit verbaut. Von Götze oder so. Für BMW 3er 84 mm. Tatsächlich ist es so, dass dieses Kolbenring-Kit, ja, im Endeffekt sind die Kolbenringe falsch. Wir haben die Kolbenringe für den M50B25TU bestellt, haben aber einen Non-Warnus-Motor, wissen wir ja. Das bedeutet für mich, alle Kolben müssen nochmal raus. Wir müssen komplett die Ringe wechseln. Mich hatte es damals gewundert, das weiß ich noch, dass dieser Ring hier dreiteilig war und dieser Ring hier zweiteilig. Also dieser Ölabstreifring ist einfach zweiteilig. Der ist jetzt schon echt kaputt, deshalb bewegt er sich nicht mehr so gut, aber besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Und damals haben wir es darauf zurückgeführt, dass dreiteilige einfach moderner ist und gedacht, okay, die haben es einfach verbessert quasi. Aber es sind die falschen Kolbenringe. Dieser Kolbenring oben, der obere Kompressionsring, der passt von der
vom Spiel hier drin quasi, der ist 1,5 mm und der ist auch beim anderen Motor 1,5 mm. Dieser hier passt nicht, der ist zu dünn und der Ölabstreifring ist einfach 1 mm zu schmal, der da drin ist. Hat aber auch keiner in die Kommentare geschrieben, oder? Nee. Hast du das gezeigt? Ja. Weil im Endeffekt kann ich jetzt natürlich immer sagen, ja, mir wäre das direkt aufgefallen. Ja, ja, das ist blöd. Typischer Rückschaufehler. Und was jetzt hier passiert ist, ist vermutlich, dass durch das erhöhte Spiel sich die halt, wie es am Anfang war, so übereinander gelegt haben. Und dann ist auch dieses Charakteristische passiert, dass quasi ein Drittel vom Zylinder gar nicht abgestriffen wurde, das Öl. Aber er kann dadurch, dass die oberen dann doch so gut gepasst haben, trotzdem Kompression aufbauen. Das ist nämlich der Knackpunkt. Genau. Öl verbrannt hat. Was allerdings auch bedeutet, wir sind messerscharf an einem Stegbruch vorbeigegangen, weil wenn diese hier zu viel Spiel haben, kann es passieren, dass entweder der Kolbenring bricht oder halt dieser Steg, der zwischen den beiden Nuten liegt, quasi, dass der einfach bricht und dann den kompletten Block zerstört. Das heißt, hätten wir es so gelassen, hätten wir hundertprozentigen Motorschaden gehabt. Ich bin, ja, 100%. Ja, also noch hast du hier ja auch nicht alles auseinandergefummelt. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie deine Zylinderlaufbahnen alle aussehen. Ich wünsche dir natürlich nur das Beste. Ja. Oh. Ja. Was? Riefen. Wie ich gesagt habe? Ja, da sind komplett Riefen jetzt. Scheiße. Der wunderschöne Das tut mir leid, das hätte ich vielleicht nicht sagen können. Guck mal da. Ja. Dann hol noch mal deine Maschine raus. Ach nee, das war schon der neue. Ja. Ach, nee. Sex, same loop. Warte. Again. Oh nö, wir haben extra einen neuen Motorblock gekauft, um ihn einfach kaputt zu machen. Ich fass es nicht. BMW. Hm? Nee, Einbaufehler. Meinst du Einbaufehler? Ja, von mir. Warum? Hä, die Kolbenringe sind falsch. Alle? Geh dann manuell Kolbenringe bestellen. Danke fürs Gucken. Teil 3 seht ihr dann bei Schlange. Tschüss. Bis zum nächsten Mal dann. Den dritten Motoreinbau, Umbau. Tschüss. Den dritten Block. Ja, Teil 3. Block Teil 3 bei Schlange. Nein.